Wenn der Hund so frei durch Wald und Wiese rennt und seinen Spaß hat und dann taucht ein Reh auf oder ein Hase oder ein anderer freilaufender Hund, dann kann es mit dem Rückruf schwierig werden. Und was man dann tut, dazu habe ich heute einen Tipp für euch. Gerade dann, wenn es darauf ankommt, funktioniert der Rückruf oft nicht mehr so gut, wie es notwendig wäre. Also dann, wenn ein Reh aufspringt oder ein Hase wegrennt oder wenn ein anderer Hund auftaucht und meiner will unbedingt hin. Und dann haben wir jetzt einen Rückruf, der normalerweise gut funktioniert, in diesem Moment aber leider nicht mehr. Wer kennt das Problem nicht? Das hat natürlich einen Grund. Denn der normale Rückruf ist etwas, was sich leider im Laufe der Zeit ein wenig abnutzen kann und was der Signalermüdung unterliegt. Und das hat drei Ursachen. Erstens, ich muss im Laufe des Alltags den Rückruf ja immer mal wieder verwenden. Ja, sei es im Laufe des Spaziergangs, sei es zwischendurch, dass ich meinen Hund zu mir rufe. Und die allerwenigsten unterscheiden dann zwischen einfach Hundename oder Komm oder dem normalen Rückruf. Und manchmal verwendet man den Rückruf, ehrlich gestanden, ja auch oft dann, wenn man eigentlich nur möchte, dass der Hund seine Aufmerksamkeit wieder zu einem legt. Natürlich profitiert der Rückruf davon nicht, sondern der Hund hört das im Laufe des Tages 10, 20 Mal und es ist nichts Besonderes mehr. Das Zweite ist, dass wir natürlich dadurch, dass wir es so oft und jeden Tag verwenden und auch verwenden müssen, hin und wieder natürlich schon mal einen Fehler begehen. Wir sollten ja eigentlich immer nur im richtigen Moment rufen, wenn der Hund wirklich auf uns hören wird und kommen wird. Wir sollten immer darauf achten, dass er nicht so abgelenkt ist, dass es nicht funktioniert. Wir sollten immer nur einmal rufen. Ihr wisst das vermutlich sowieso und ihr wisst auch, dass man nicht selber perfekt ist, genauso wenig wie der Hund perfekt ist und dass daher Fehler sich einschleichen und leider natürlich die Auswirkung haben, dass der Rückruf darunter leidet und der Hund dann nicht mehr so tausendprozentig darauf hört. Und das Dritte ist natürlich, dass ein Hund, der das im Laufe des Tages immer wieder hört und auch richtig macht, allmählich den Spaß daran verliert. Dass er sagt, ja, das ist anstrengend, da muss ich immer hinrennen und dann möchte ich wieder meinen Dingen nachgehen und dann muss ich wieder hinrennen. Also es ermüdet sowohl der Hund als auch die Wirkung des Signals. Und deswegen klappt dann der Rückruf nicht so verlässlich, nicht so prompt, wie wir es eigentlich brauchen würden. Vor allem, und da haben wir jetzt einen großen Ursachenblock Nummer 2, weil wir ja üblicherweise den Rückruf nicht gezielt aufbauen, dass er auch bei einer großen Ablenkung noch verlässlich funktioniert. Wer hat schon die Situation, dass er sagt, so, und jetzt haben wir zwar geübt mit der Ablenkung von, ich weiß nicht, Futter, das am Wegrand liegt, von dem ich ihn wegrufe, oder ein Hundefreund, von dem ich ihn wegrufe. Und jetzt übe ich als nächstes auf 50 Meter Entfernung ein Reh und dann auf 40 Meter Entfernung ein Reh oder sonstiges. Das geht normalerweise nicht so gut. Und nun gibt es Hunde, für die sind Rehe oder andere Hunde oder sonstiges keine so rasend große Ablenkung und da reicht es, wenn man mit dem normalen Rückruf halbwegs sauber gearbeitet hat. Es gibt aber viele Hunde, für die sind Wildtiere, andere Hunde oder sich schnell bewegende Dinge eine sehr große Ablenkung, obwohl Stress schon abgebaut wurde. Und für die brauche ich dann was Besonderes, vor allem wenn ich vielleicht auch noch einen Hund habe, der eine Jagdlust mitbringt, wie meine Maroni das ausgiebig hatte in jungen Jahren. Und da brauche ich dann ein spezielles Rückrufsignal für die speziellen Situationen. Ich baue einen sogenannten Super-Rückruf auf, der hochwertig aufgebaut wird. Also der wie Weihnachten und Ostern und Geburtstag gleichzeitig für den Hund wirkt. Also wo die Begeisterung nochmal ins Hundertfache gesteigert wird. Und den ich mir nicht durch die Alltagsabnutzung wieder kaputt mache. Das heißt, mein Super-Rückruf wird nur für die besonderen Situationen eingesetzt, wird auf die hin direkt gezielt aufgebaut und wird dann sorgsam gehütet wie mein Augapfel. Und da kann ich auch, weil ich den nur sehr gelegentlich brauche, das spannend halten, das besonders und aufregend und toll halten und sicherstellen, dass ich nicht mir es kaputt mache, weil es immer nur in besonderen Momenten kommt. Also immer, wenn ein Reh aufkommt, kommt mein super Schlachtruf, sondern da kann ich gezielt dazwischen wieder
mehrere Durchgänge. Also die Faustregel ist immer, auf einen Ernstfall, wo ich den Superrückruf brauche, mache ich mindestens 10 Wiederholungen, einfach so zum Spaß. Das kann ich da ja immer wieder aufladen und auffrischen und super spannend halten. Ich rate daher dringend dazu, neben dem normalen Rückruf noch einen besonderen, speziellen Superrückruf zu verwenden. Manche nehmen dazu eine Pfeife. Ich sage es euch gleich, ich nehme die nicht. Einfach deswegen, weil ich genau weiß, wenn ich es mit einem aufspringenden Hasen oder einem anderen Hund zu tun habe, dann habe ich Bruchteile von Sekunden, wo mein Hund noch ansprechbar ist und auf meinen Superrückruf gut reagieren wird. Wenn er mal am Rennen ist, ist es zu spät. Und bis ich meine Pfeife rausgekramt habe, ist der Hund schon am Rennen. Und wenn ich Pech habe, habe ich sie gar nicht dabei, sondern zu Hause vergessen. Also ich arbeite lieber mit einem Stimmsignal, das sehr sorgfältig aufgebaut wird. Dazu gibt es einiges an Tipps bei mir im Blog, da könnt ihr mal nachschauen. Vor allem aber habe ich einen Online-Kurs dazu gemacht, denn da sind jetzt mehrere Details zu beachten und das muss man wirklich sauber aufbauen und dann sauber in die Verwendung überführen, damit es nicht schief geht. Da würde ich euch keinen Gefallen tun, wenn ich jetzt schnell mal einen kurzen Tipp in einem Minutenvideo hier euch gebe. Und dann macht ihr das und es funktioniert trotzdem nicht. Also da lohnt sich es wirklich zu investieren in einen 3-Wochen-Kurs oder ein paar Wochen Training, wenn ihr es über einen längeren Zeitraum strecken wollt, damit es dann tatsächlich funktioniert. Also schaut mal vorbei im Kurs Super Rückruf, wenn ihr zu denen gehört, wo der normale Rückruf für die schwierigen Momente nicht ausreicht. Denn genau für die braucht ihr ja auch noch irgendwie ein Instrument, mit dem es funktioniert und auf das der Hund prompt reagiert und zu euch kommt. Und zwar auch da super freudig und schnell. Schaut es euch an und bis zum nächsten Mal.